Sind Sie auf der Suche nach Literatur zu einem bestimmten Thema? Einen ersten Einstieg in die Literatursuche bietet der Katalog Plus der Unibib. Hier ist nicht nur die Suche nach Büchern, sondern auch nach elektronischen Zeitschriftenartikeln und Kapiteln aus E-Books möglich. Um alle Funktionen des Katalog Plus nutzen zu können, empfehlen wir den Login im Benutzerkonto. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein, zum Beispiel Industrie 4.0. Die Suche im Bibliothekskatalog ist voreingestellt. Über diese Suche finden Sie die Bücher und die Titel der Zeitschriften, die an der Unibib der RWTH für Sie bereitgehalten werden. Hier finden Sie keine Aufsätze. Über die Artikelsuche werden elektronische Zeitschriftenartikel und Kapitel aus E-Books, die im Netz der RWTH zugänglich sind, angezeigt. Die Suche Alles kombiniert beide Suchen. Übrigens, um Zugang zum gesamten elektronischen Angebot zu erhalten, sollten sich Hochschulangehörige von zu Hause über VPN mit dem Uninetz verbinden. Zunächst werfen wir einen genaueren Blick auf die Ergebnisse der Katalogsuche. Die Treffer können Sie auf der rechten Seite über die Funktion Sortieren nach in eine andere Reihenfolge bringen. Möglich sind neben Relevanz Sortierungen nach Datum, Titel oder Verfasser. Direkt darunter haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, die Ergebnisse weiter einzugrenzen. Sie können die Ergebnisse nach formalen Kriterien, zum Beispiel hinsichtlich des Ressourcentyps oder der Bibliothek, filtern. Auch eine thematische Filterung über Schlagworte ist möglich. Wenn Sie zum Beispiel nur gedruckte Publikationen unter den Ergebnissen angezeigt bekommen möchten, gehen Sie unten auf Verfügbarkeit, bereitgestellt von der Bibliothek. Die Ergebnisliste enthält elektronische und gedruckte Bücher und Zeitschriften. Die elektronischen Bücher erkennen Sie an dem Hinweis Online verfügbar unterhalb der Trefferanzeige. Mit einem Klick auf den Titel gelangen Sie zur Titelanzeige und finden den in Weiß unterlegten direkten Link zum E-Book. Am Ende der Titelaufnahme finden Sie die Exportfunktionen. Wenn Sie nur nach gedruckten Büchern suchen möchten, schränken Sie Ihre Suche darauf ein. Bei gedruckten Büchern informiert der entsprechende Hinweis über den Standort. Genauere Informationen zum Buch, wo es sich befindet und ob Sie es ausleihen können, werden mit einem Klick auf den Titel angezeigt. Das weiß unterlegte Feld zeigt an, ob das Buch vorhanden ist. Dieses Exemplar befindet sich im Magazin und kann über den Button Vormerkung Bestellung bestellt werden. Der Katalog Plus unterscheidet Bestellungen und Vormerkungen nicht voneinander. Wenn ein Buch ausgeliehen ist, können Sie es über den gleichen Button vormerken. Manche Bücher, zum Beispiel aus dem Informationszentrum, können Sie selbst aus dem Regal nehmen und vor Ort ausleihen. Bei Beständen aus Institutsbibliotheken erhalten Sie über den Button Lokalisieren nähere Informationen zum Standort. Der untere Abschnitt Details zeigt Ihnen weitere Einzelheiten zu dem Buch, zum Beispiel Schlagworte oder ISBN-Nummer. Manchmal gibt es zu einem Titel mehrere Versionen bzw. Auflagen. Ist das Buch an mehreren Standorten vorhanden, erkennen Sie dies an dem Zusatz
und andere Standorte. Schauen wir uns nun die Ergebnisliste der Artikelsuche an. Hierzu wählen Sie die Artikelsuche aus und klicken auf die Lupe. Sie finden elektronisch verfügbare Artikel zu Ihrem Thema. Das können Artikel aus Zeitschriften und Zeitungen, aber auch Buchkapitel sein. Auch bei der Suche nach Artikeln können Sie Ihre Ergebnisse optimieren und eingrenzen, zum Beispiel nach Ressourcentyp oder inhaltlich nach Schlagworten. Genauere Informationen werden Ihnen mit einem Klick auf den Titel angezeigt. Über den Link im weiß unterlegten Feld kommen Sie zum gewünschten Artikel. Wenn Sie Ihre Suche später noch einmal aufrufen möchten, verwenden Sie nicht die URL, sondern klicken Sie oben auf Suchanfrage speichern. Sie haben die Möglichkeit, Benachrichtigungen für diese Suchanfrage zu aktivieren. Über die PIN-Nadel oben rechts können Sie Ihre gespeicherten Suchanfragen aufrufen. Haben Sie noch weitere Fragen? Wenden Sie sich an unser Infoteam, persönlich, telefonisch oder per E-Mail.